14. Juni 1940. Deutsche Truppen marschieren in Paris ein. Alle feindlichen Ausländer und Staatenlosen werden interniert. So auch Hannah Arendt und Heinrich Blücher. Die Weltgeschichte hat eine neue Kategorie Mensch erschaffen. Menschen, die von ihren Feinden in Konzentrationslager und von ihren Freunden in Internierungslager gesteckt werden. Hannah Arendt kommt in das Frauenlager Gurs im Süden Frankreichs. In einem Brief an Kurt Blumenfeld erinnert sie sich später: Wenn die Weltgeschichte nicht so beschissen wäre, wäre es eine Lust zu leben. Dies ist es aber auf jeden Fall. Der Meinung war ich sogar in Gurs, wo ich mir die Frage ernsthaft vorlegte und spaßhaft beantwortete. Im Lager begegnet Hannah Arendt ein Gedicht von Bertolt Brecht, das für sie wie für viele andere in Frankreich Internierte eine Quelle der Hoffnung wird. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich das Gedicht in den Lägern, wurde von Mund zu Mund gereicht, wie eine frohe Botschaft, die weiß Gott nirgends dringender benötigt wurde als auf diesen Strohsäcken der Hoffnungslosigkeit. Drei Zeilen sind es, die die Botschaft von der Macht der Ohnmächtigen verkünden. Dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt, du verstehst, das Harte unterliegt. Dem Grauen der Nazizeit, dem sie selbst nur knapp entkommen war, wird Hannah Arendt noch einmal ganz konkret begegnen. Als Berichterstatterin im Eichmann-Prozess stürzt sie in einen tiefen existenziellen Konflikt. 1961 wird in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann eröffnet. Der SS-Obersturmbannführer hatte die Transporte von Juden in die Massenvernichtungslager organisiert. Ich hatte damals sämtliche Bestimmungen der Einwanderungsländer, sämtliche Höhen der Vorzeigegelder, sämtliche passtechnischen und sonstigen Schwierigkeiten im Kopf. Und so konnte ich sehr wohl um jene Zeit auf diesem Gebiet als Spezialist gelten. Hannah Arendt nimmt an dem Prozess als Berichterstatterin für das Magazin The New Yorker teil. Ich bin ja eigentlich hingefahren, weil ich partout wissen wollte, wie einer aussieht, der radikal Böses getan hat. Und gelernt habe ich, dass das Böse prinzipiell nicht radikal ist, sondern eher ein Oberflächenphänomen. 1963 veröffentlicht sie ihren Bericht, zunächst im New Yorker und dann als Buch. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Der Philosoph Karl Jaspers in einem Rundfunkinterview. Sie will ihn begreifen. Indem sie ihn begreifen will, enthüllt er sich als, wie es auch immer sei, banale Figur. Und diese Selbstenthüllung der Banalität schlägt der Erwartung eines bösen Dämons so ins Gesicht, dass es eine Beleidigung für alle war, die sich dachten, nur ein Teufel kann die Juden umgebracht haben. Und Hannah Arendt sagt, das ist ja das Entsetzliche. Es ist viel leichter, sagt sie, zum Opfer zu fallen einem bösen Teufel, als einer solchen Banalität eines Menschen, den ich am Ende für einen Hans Wurst halten muss und der unter solchen Umständen zur Herrschaft, zur Macht kommen kann. Bei den Besuchen im Gerichtssaal wird Hannah Arendt immer wieder von ihrer Nichte Edna Brocke begleitet. Sie war schon sehr beeindruckt von dem einen oder anderen Zeugen, der da befragt wurde. Aber ich glaube, sie hatte so eine Art Schere im Kopf, um sich zu sagen, du darfst dich von deinen Gefühlen nicht leiten lassen und du darfst dir deine klare, rationale Analyse nicht verderben lassen durch die Empathie, die du fühlst. Man hätte eben sagen können, ich mache das nicht mehr, aber ich weiß nicht, was dann eben passiert wäre. Wenn mehr Zivilcourage gewesen wäre, dann wäre alles anders gekommen. Sind Sie anderer Sicherlich, wenn die Zivilcourage ebenfalls hierarchisch aufgebaut gewesen wäre, ganz klar. Ja.
Ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Hm. Nun, diese Reaktion nehmen mir die Leute übel. Dagegen kann ich nichts machen. Ich weiß aber eine Sache. Ich würde wahrscheinlich noch 3 Minuten vor dem sicheren Tode lachen. Nur richten sich ein Teil der Vorwürfe, die man Ihnen gemacht hat, auf am Ton, in dem manches geschrieben ist. Der Ton ist, da ist weitgehend ironisch natürlich. Und das ist vollkommen wahr. Das ist genau, der Ton ist in diesem Fall wirklich der Mensch. Wenn man mir also, ich meine, diese Geschichte, dass ich das jüdische Volk angeklagt hätte, das ist eine böswillige Propagandalüge und nichts weiter. Der Ton aber, das ist ein Einwand gegen mich als Person. Dagegen kann ich nichts tun. Ich glaube, dass es möglich geworden ist, durch diesen Ton jenseits von Mythen zu sprechen. So, das war dann die wirkliche Entmythologisierung. So, wenn das nämlich wirklich etwas von einer Banalität an sich hat, dann muss man eigentlich so damit umgehen. Anstoß hat vor allem die von Ihnen behandelte Frage erregt, wie weit den Juden ihr passives Erdulden des deutschen Mordfeldzuges angelastet werden müsse oder, was der wichtigere Teil in Ihrem Buch ist, wie weit jedenfalls die Kollaboration bestimmter jüdischer Ältestenräte zu einer Art Mitschuld fast geworden ist. Hannah Arendts Kritiker haben dabei absichtlich oder unabsichtlich übersehen, was im Prozess tatsächlich zur Sprache kam. Diese Judenräte als Instrumente der deutschen Judenpolitik, sagen wir mal, erleichterten doch sehr die Ausführung der Maßnahmen gegen die Juden. Jawohl. Und sparten Personal. Viele Arbeitskräfte und Personal. Jawohl. Sowohl Polizei als auch Beamten. Jawohl. Diese ermöglichten durch Irreführung der Opfer die Arbeit zu erleichtern und auch die Juden selber einzuspannen in den Dienst ihrer eigenen Vernichtung. Jawohl. Hannah Arendt wird wegen ihres Buches von allen Seiten massiv angegriffen. Sie schreibt an Karl Jaspers. Du hast ganz recht. Es ist wirklich, als sei man in einen Hinterhalt geraten. Und wie es um die Fairness dieses Kampfes aussieht, kannst du daran erkennen, dass der Aufbau sich geweigert hat, eine Erklärung von mir auch nur zu drucken. Etwas, was in diesem Land ganz ungewöhnlich ist. Typisch ist auch, dass die gleichen Leute, die mich, mit Verlaub zu sagen, mit Dreck beschmeißen, dann heimlich, bei Nacht und Nebel sozusagen, zu mir kommen und mir sagen, ich müsste prozessieren, dies sei eine Hasskampagne. Vielleicht war man zeitlich noch zu verwundbar, als dass man eine innerjüdische Kritik dieser Art bereit war, überhaupt zu hören. Und vielleicht war auch der Tonfall, den sie da und dort verwendet hat, nicht angemessen dem Gegenstand. Also insofern war von beiden Seiten sehr viel Emotionalität dabei. Aber die Kränkung, die sie gespürt hat, dadurch, dass sie innerjüdisch so stark ausgegrenzt wurde, die blieb meiner Erfahrung nach bis ans Ende ihres Lebens.